gute Neuigkeiten. Ich habe sie. Sollte ich fragen, warum sie blutig sind? Naja, die Priester waren keine guten Diebe. Ha! Du sagtest, du machst es umsonst. Doch wir wissen beide, dass das Quatsch war. Hier, nimm das. Chere, alter Mann. Hier ist ein kleines Stück aus der Schatzkammer. Niemand wird es vermissen. Hoffentlich, sonst musst du einen anderen Söldner hinter mir herschicken. Chere, Photios. Wenn du jemals diesen alten Hund Markos wieder siehst, sag ihm, du verlangst einen Mindestlohn. Du wieder. Hast du ihn getötet? Der Mann ist tot. Unser Treffen war vorherbestimmt. Hier, das ist für dich. Ich habe jemanden wie dich gesucht und biete dir eine Chance, die Welt zu sehen, wenn du dich meiner Besatzung anschließt. Eine Hetäre geht, wohin sie will, wann sie will. Das Leben auf einem Schiff ist zu eingeschränkt für meinen Geschmack. Du bist stets willkommen, falls du es dir anders überlegst. Was genau suchst du? Der Hermes ist deine Schritte leicht. Ah, du suchst etwas.
komm jederzeit wieder. Was kann ich für dich tun? Komm jederzeit wieder. Die Gegend wird gut bewacht. Da hinten! Ja!
Los. Das Orakel versteckt sich da drin. Endlich erhalte ich Antworten. Warum wird die Pythia so gut bewacht? Ich will dir nichts antun. Ich will nur antworten. Die Pythia ist ein heiliges Gefäß der Götter. Die Menschen reisen für meine Antworten um die Welt. Aber keiner würde es wagen, in mein Haus einzubrechen. Apollons Zorn wird grausam und schnell sein. Wachen! Genug mit den Lügen. Sag mir endlich, was ich wissen will. Ich kann nicht atmen. Wenn du schreist, wenn du mich anlügst, werde ich dir die Kehle durchschneiden. Ich bin schon tot. Sie werden herausfinden, dass du hier warst. Und dafür werden sie mich töten. Wer? Dieser Kult des Kosmos? Sprich! Ja, der Kult will dich tot sehen. Sie wissen, dass du hier bist. Das ist deine Chance, das Richtige zu tun. Sag mir, wo ich den Kult finden kann. Sag mir, wo sie sind. Oder wir suchen gemeinsam nach ihnen. Unter dem Tempel des Apollon liegt eine alte Kammer. Ich glaube, dass sie sich dort treffen.
Aber ohne Maske und Mantel wirst du es keine zwei Schritte weit hineinschaffen. Und woher bekomme ich so etwas? Mich besucht ab und an ein Mann. Er vergewissert sich, dass ich gut behandelt werde. Ich besitze das größte Haus in der Chora von Delphi. Und dennoch gibt er mir Drachmen für meine Mühen. Boah, ich finde ihn unheimlich. Wie heißt er? Elpenor. Elpenor? Er gehört zum Kult? Das weiß ich nicht sicher. Aber wenn, dann besitzt er die Sachen, die du brauchst. Ich habe Elpenor in die Unterwelt geschickt. Ich wusste doch, dass seine Maske noch nützlich sein würde. Geh jetzt! Du wirst von der Dunkelheit begleitet. Ich sollte Herodotos erzählen, was die Pythia über den Kult gesagt hat. Vielleicht weiß er Rat. Also, was hat dir die Pythia erzählt? Der Kult des Kosmos verfolgt mich. Aber jetzt mache ich Jagd auf ihn. Sie treffen sich in einer geheimen Kammer unter dem Tempel des Apollon. Also ist alles wahr. Wenn der Kult eines geschafft hat, dann diesen alten Mann zu täuschen. Einen Anhänger habe ich getötet. Elpenor, ich traf ihn in Kephallenia. Mit seiner Maske und seinem Mantel kann ich die Kammer betreten. Also sind sie unter dem Tempel des Apollon? Ja. Bei der Höhle von Geia. Ich glaube, ich kenne diesen Ort. Geh dorthin, wir treffen uns da. Reiten wir, Phobos. Ich will mir nicht vorstellen, das zu trinken. Hau ab!
ich nicht kämpfen will, darf ich mich nicht sehen lassen. Hier werden Sie besonders wachsam sein.
Schwachstelle für Athen. Thank you.
groß! Thank you.
fand eine Nachricht an der Tafel. Was ist los? Grube und Feuer erwarten ein Opfer. Verbrannt unter offenem Himmel. Blut für Hermes. Innereien für Hekate. Und von welcher Art Opfer sprichst du genau? Dem Fell eines Wolfs. Eingelegt in Salz. Schlitze einen Hai auf, während du nach Westen blickst. Und Ziegen, vermutlich. Ziegen gibt es überall. Kleine Säcke voller Blut und Gebeinen. Bittest du mich darum, Ziegen zu töten? Ja. Weide sie alle aus. Nimmst du an? Gut, ich bin dabei. Es hängt sehr viel davon ab. Schere. Oh. Ich fand eine Nachricht an der Tafel. Was ist geschehen? Ich muss einen Olivenkranz an die Tür hängen lassen. Die Frau, um die ich mich kümmerte, hat einen Sohn geboren. Was für gute Nachrichten. Ist er gesund? Wie geht es der Mutter? Mutter und Sohn geht es gut. Also gibt es einiges zu tun. Der Vater ist Befehlshaber. Er muss benachrichtigt werden. Auch muss den Göttern zum Dank ein Ziegenopfer dargebracht werden. Bittest du mich darum, Ziegen zu töten? Nein, ich rede von einem Botengang. Verlass dich auf mich. Bei Zeus, danke. Mögen die Mäuren dir hold sein. Nun, ich hoffe, die bezahlen auch.
Eine Hebamme schickt dir das hier. Oh, genau, was ich gebraucht habe. Nimm das für all deine Mühen. Komm schon. Du bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Bei Zeus, ich danke dir. Bitte, nimm das als Belohnung. Ich mache keine halben Sachen.
Ich habe deine Nachricht an der Tafel gelesen. Was ist geschehen? Ich möchte zum Fest in der Stadt reisen. Die Heiterkeit lockt immer interessante Besucher an. Warum gehst du da nicht? Banditen haben ihr Lager entlang des Wegs errichtet. Sie halten nach reichen Festbesuchern Ausschau. Und von den Bestien, die in der Gegend hausen, ganz zu schweigen. Ich soll das Blut dieser Bestien vergießen. Ja, weide sie alle aus. Nimmst du an? Ich helfe. Ich stehe in deiner Schuld. Ich komme wieder, wenn ich alles erledigt habe. Achtung, Platz da!
bist zurück. Hast du sie getötet? Ich habe sie erledigt. Jeden Einzelnen. Du hast Großes bewirkt. Nimm dies zum Dank dafür. Dieses Leben hat dir nicht viel zu bieten, aber an Bord meines Schiffes wartet ein neues Leben auf dich. Komm zu uns. Wir brauchen jemanden wie dich. Ich sah mich nie als Seefahrerin, aber ich wollte schon immer die Welt sehen. Ich komme mit dir mit. Sie werden mich suchen. Ich muss vor.
Schwein.